Das zweite Problem war allerdings auch, dass er das Radl vor 2 Wochen gekriegt gehabt hat. 14.08 Uhr hat der Tracker das erste Mal umgezogen und ich glaube um 17 Uhr habe ich die Mitteilung gekriegt, sie haben das Radl geholt und haben es bei ihnen auf der Station. Also ich bin der Dietmar Battis, bin der Vizebürgermeister in der Gemeinde Fahren und ich bin Verantwortlicher des Projektes Radfahren, das wir vor circa 3 Jahren gestartet haben. Und wir haben damit mit dem Projekt Radfahren haben wir sozusagen in Summe 200 E-Bikes angekauft, die wir an Pendlerinnen und Pendler verleihen. Das heißt, die Pendlerinnen und Pendler müssen das Fahrrad mehrmals wöchentlich nutzen und sofern sie das machen, kriegen sie zu einem Preis von 200 Euro im Jahr dieses Fahrrad zur Verfügung gestellt und wir erhoffen uns dadurch, dass der ein oder andere weniger das Auto nimmt, sondern ganz einfach, dass das Fahrrad nutzt, um mit dem von Fahren nach Brixen oder von Fahren zu seiner Arbeitsstelle zu fahren. Also wir haben, sobald wir uns vor 3 Jahren damit beschäftigt haben, diese Räder anzukaufen, haben wir natürlich eine Marktrecherche gemacht. Wir haben mit verschiedenen Lieferanten gesprochen und haben versucht, das beste Produkt für uns zu kriegen. Wir sind dann mit einem Unternehmen aus Eppan ins Gespräch gekommen, die uns überzeugt haben, das richtige Radl zu nehmen. Und es war auch die Empfehlung von Ihnen, dass wir einen Bike-Tracks einbauen in das Radl, um einfach die Verfolgbarkeit, aber auch die Möglichkeit zu haben, zu kontrollieren oder zu sicherzustellen, dass das Radl effektiv dafür genutzt wird, für das, was wir es ausgeben. Wir nutzen den Tracker bisher sozusagen zum natürlich aus einem positiven Aspekt heraus, das heißt, dass wir wollen, dass so viel wie möglich gefahren wird. Wir haben auch eine Aktion gestartet gehabt, dass wir den Radler mit den meisten Kilometern prämiert haben. Auch diese Daten haben wir über den Tracker erhoben. Aber es gibt natürlich auch sozusagen die negativen Seiten, sozusagen, und zwar es ist uns effektiv. Heuer im Sommer passiert, dass eines dieser Radeln, eines unserer neuesten Räder, sozusagen gestohlen wurde nach einem Fest. Das heißt, der Nutzer hat sich bei uns am Tag darauf, also das war ein Montag, hat sich bei uns am Montag gemeldet und hat gesagt, ganz verzweifelt, ihm ist das Radl gestohlen worden. Und er weiß natürlich, dass er das Radl ersetzen muss, aber er ist ganz aufgelöst gewesen, weil er sozusagen einmal gesagt hat, er schafft es nicht, ein Radl von diesem Wert sozusagen zu ersetzen. Und das zweite Problem war allerdings auch, dass er das Radl vor 2 Wochen gekriegt gehabt hat und das sozusagen, er hat den Tracker nicht aktiviert gehabt auf der App. Und natürlich haben bei uns dann alle Alarmglocken geschillt, aber nichtsdestotrotz haben wir dann mit dem Support von PowUnity sozusagen geschafft, diesen Tracker zu aktivieren oder zu lokalisieren. Und nach einem halben Tag hat mich plötzlich unsere Mitarbeiterin angerufen in der Gemeinde und hat gesagt, ja, jetzt plötzlich 14.08, ich kann mich ganz genau erinnern an diese Uhrzeit noch, 14.08 hat der Tracker angeschlagen und wir haben das Radl in der Tat lokalisiert. Das Radl war ungefähr, ja, ich schätze, 5 Kilometer weg vom ursprünglichen Standort. Und das heißt, damit haben wir schon irgendwo, sei mir davon ausgegangen, dass das Radl effektiv entwendet worden ist oder gestohlen worden ist und nicht nur aus Versehen nach einem Fest irgendwann das abgestellt worden ist. Ich habe daraufhin unsere Gemeindepolizei verständigt. Es ist dann alles Schlag auf Schlag gegangen. Die haben natürlich auch irgendwo sozusagen gleich gezogen und haben mitgespielt. Das heißt, sie haben dann sind dann hingefahren zu diesem, wo es den Tracker, wo der Tracker umgezogen hat, wo es ist. Haben dann gesehen, dass es ein Privatgrundstück ist, haben dahinter gesehen, dass eine Holzhütte oder eine Holzscheune gestanden ist und haben natürlich vermutet schon, dass es dort drinnen ist. Und sie sind sofort davon ausgegangen, dass es ein Diebstahl war und natürlich darf die Polizei jetzt nicht auf fremdes Grundstück einfach reingehen und ich muss sagen, spätestens da habe ich verstanden, dass sozusagen
die Polizei bei uns sehr, sehr gut funktioniert, weil innerhalb von einer Stunde haben sie sozusagen sogar über den Staatsanwalt in Bozen eine Ermächtigung gekriegt, in dieses Grundstück einzugehen. Und noch am selben Abend, also ich sage nochmal 14.08 Uhr, hat der Tracker das erste Mal umgezogen und ich glaube um 17 Uhr habe ich die Mitteilung gekriegt, sie haben das Radl geholt und haben es bei ihnen auf der Station. Und am nächsten Tag in der Früh konnte das Radl in der Tat dem ursprünglichen Nutzer wieder übergeben werden. Also ich muss schon sagen, alles in allem hat da sehr viel gut zusammengespielt. Sowohl der Tracker, der sogar im Nachhinein aktiviert werden konnte, lokalisiert worden ist, bis hin zum Zusammenspiel der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Und am Ende war der Nutzer, der noch am Montag sehr, sehr aufgelöst gewesen ist, weil er gesagt hat, ich kann das im Leben nie ersetzen, dieses Radl, das passt jetzt nicht in mein finanzielles Budget, und hat am Dienstag darauf in der Früh sozusagen dieses Radl wieder gekriegt. Zwar mit einigen Kratzern und einigen Schrammen, aber im Großen und Ganzen war er sehr, sehr glücklich. Und von diesem Schock, es war natürlich der negative Nebenaspekt, wo er gesagt hat, naja, kann sich sowas nicht nochmal untun, und hat das Radl wieder zurückgegeben. Das heißt, und das Radl wird jetzt vom nächsten Nutzer, dem wir das geben haben, wieder weiterhin genutzt. Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass das einfach ein sehr, sehr gutes Produkt ist, um einfach eine zusätzliche Sicherheit zu haben. Natürlich muss man immer das Radl anhängen und da wird man eine Drumummer kämmen, aber trotzdem irgendwo die Sicherheit zu wissen, wenn das Radl, wo das Radl steht, das weiß ich jederzeit. Und auch sollte mal was passieren, was ich natürlich niemandem wünsche, ist das natürlich eine zusätzliche Möglichkeit, um das Radl schnell zu lokalisieren. Und die Erfahrung zeigt einfach, dass es auch funktioniert.